Also ich habe nur das Nötigste gekauft. Ja, okay, das war jetzt nicht nötig, aber es war so schön. Also falls wir alle Durchfall haben, haben wir Zeit. Hier ist dann noch so ein kleiner Raum. Du, mit 3 Kindern und einem Neugeborenen auf dem E-Scooter. Guten Morgen, Leute. Wir haben heute Tag 6 oder 7. Ich glaube Tag 7. Ich bin gerade am Frühstücken. Die Kinder schlafen wie immer. Wir haben schon 11.45 Uhr. Ich bin heute um 6 Uhr aufgewacht, bin nach unten gegangen, habe ich mit meiner Hebamme geschrieben. Auf einmal wurde ich so müde, dass ich dann hier auf dem Sofa eingeschlafen bin. Dann habe ich bis 10 geschlafen oder bis 10:30. Wir haben heute unseren ersten Besichtigungstermin und dabei werde ich euch mitnehmen. Ja, ich bin gespannt. Also das Haus ist ja relativ klein, also für uns ist das zu klein. Jetzt bin ich gespannt, wie das andere Haus sein wird. Um 14 Uhr geht's los, mein Mann ist jetzt zum Training gefahren. Ich frühstücke schnell, dann hoffe ich, dass die Kinder bis dahin wach sind, dann mache ich Frühstück. Heute gibt es bei mir meine goldene Milch. Oh mein Gott, ich bin voll. Ich habe noch kein Abschminkzeug gefunden, weil ich das ja am Flughafen wegschmeißen musste, weil ich Idiot das in meinen Reisekoffer mitgenommen habe. Und man darf da ja keine Flüssigkeiten drin haben. Und ich habe mir gestern was gekauft und davon haben meine Augen so gebrannt, weil das anscheinend kein Augen-Make-up-Entferner war, sondern irgendwie Gesichts-Make-up-Entferner. Auf jeden Fall hat es gebrannt. Deswegen habe ich mich gestern auch nicht mehr weiter abgeschminkt. Das ist mein Frühstück heute. Ich frühstücke Wassermelone, Banane, Apfel, Weintrauben. Dann wieder meine goldene Milch zum ersten Mal wieder. Also hier ist Kurkuma, Gerstengras, Hagebutte, Multivitamin und Kollagen drin. Und dabei wollte ich jetzt ein bisschen meinen Vlog schneiden. Also ja, bis die Kinder wach sind. Das wird jetzt nicht viel sein. Aber ich versuche, so schnell es geht, hinterherzukommen, Leute. Aber wir haben momentan so viel zu tun, wirklich. Ich komme kaum dazu, die Videos zu schneiden. Die Mädels sind jetzt auch wach. Sie bekommen natürlich auch Obst, Wassermelone und ein Proteinshake in Erdbeergeschmack. Ja, setzt euch. Ich zeige euch noch, was ich gestern für das Baby gekauft habe. Also ich habe nur das Nötigste gekauft. Ja, okay, das war jetzt nicht nötig, aber es war so schön. Also das ist einmal so ein Milchpulverportionierer. Also ich weiß nicht, ob ich stillen werde oder Flasche geben werde. Ich werde es mit dem Stillen probieren, aber ja. Auf jeden Fall habe ich es mitgenommen. Dann habe ich Bodies mitgenommen. Ich habe einfach nur so eine Packung mitgenommen. Da sind 7 Bodies drin und das hat 20 Euro gekostet. Also ich muss sagen, die Babyklamotten sind hier echt nicht teuer. Genau, das sind so Kurzarm-Bodies. Dann habe ich noch Schlafanzüge mitgenommen. Also ich weiß nicht, ob ich die hier brauchen werde. Ich dachte, irgendwas Langarmiges kann nicht schaden, weil es gab wirklich nur Kurzarm-Bodies. Deswegen habe ich das noch mitgenommen. Und 2 Mützen. Achso, das hat auch 20 Euro gekostet. Also 20 Euro 3 Stück. Und die Mützen haben 19 gekostet, geteilt durch 4, also 5 Euro, glaube ich. 5 Euro für 2 Mützchen. Ja, falls wir so in die Läden reingehen und in den Läden ist ja immer die Klimaanlage an. Deswegen dachte ich, eine Mütze brauchen wir auch noch. Ja, und das war's tatsächlich. Mehr habe ich nicht mitgenommen. Ich war gestern richtig überfordert, weil es einfach so viel Zeug gibt. Also ich bin ja schon so echt schlecht im Entscheiden, aber da gibt es einfach so viel Auswahl, dass ich mich absolut nicht entscheiden konnte. Deswegen habe ich nur das mitgenommen. Ja, ich muss mal gucken, was ich für Milchflaschen kaufe. Ich habe ja immer die von Mom benutzt. Die gab es hier aber nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt Milchflaschen brauche. Schnullis muss ich noch kaufen. Ich wollte aber erstmal bei Amazon gucken. Buba, mach ich dir an, komm. So, das Haus schauen wir uns jetzt an. Wir nehmen es. Das ist so die Gegend. Richtig schön. So, das ist das erste Haus. Also die Küche ist wahnsinnig klein. Ich weiß nicht. Aber sie meinte, da wo das Wohnzimmer groß ist, ist die Küche klein in den Häusern. Das ist dann das Maid Room, also hier wohnen dann so quasi die Zimmermädchen. Wir würden das dann als Gästezimmer benutzen. Es hat dann auch eine Toilette. Ja, das Wohnzimmer ist natürlich heftig groß. Das ist voll schön. Hier ist nochmal eine Toilette. Hier geht es dann nach oben. Kinder, das Ende des Monats. Also das ist ein
Kinderzimmer. Also es ist nicht groß. Und jedes Zimmer hat hier immer ein Badezimmer. Also hier ist einmal eine Dusche drin. Tja. Und das ist das Master Bedroom. Das hat eine riesen Terrasse. Heftig. Und hier haben wir natürlich auch ein Badezimmer mit einer Badewanne. Wir waren jetzt die ganze Zeit zu Hause, ungefähr so 1,5 Stunden, haben was gegessen, haben uns ausgeruht. Ich habe die ganze Zeit nach Häusern geschaut. Jetzt haben wir nochmal 3 Termine ausgemacht. Ey, das geht hier so schnell. Du schreibst den Makler an, er schreibt klar, welche Uhrzeit, dann schreibst du so in 1/2 Stunde. Und dann hat er gesagt, ja, bis gleich. Es ist so krass einfach. Auf jeden Fall, das Haus, das wir uns jetzt angeguckt haben, also das ihr jetzt gesehen habt, da war uns die Küche einfach viel zu klein. Ja, ich bin gespannt, wie die Häuser jetzt sind. Ich weiß nicht, ob ich filmen darf. Ich frage mal vorher nach. Papa! Oh. Da lag mir direkt auf meinen Angel. So, das ist das zweite Haus. Das gefällt uns schon um einiges besser. Also das Wohnzimmer ist leider klein, aber... So. Warte. Also, hier ist das Badezimmer. Das ist das Badezimmer. Passt auch. Die Küche ist auch riesig, also gefällt uns richtig gut. Es ist zwar eine Umstellung zu unserem Haus, aber ja, was soll man machen? Das ist dann der Maid Room, also hier wohnt dann das Zimmermädchen. Ja, die sind eher sehr klein. Das wird für uns aber dann einfach nur ein Abstellraum. So, dann gehen wir hier hoch. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Das ist unsere Aussicht. Nee, ich habe mir das noch gar nicht angeschaut. So, das ist das erste Zimmer. Wow, richtig riesig. Okay, warte. Hier ist dann das Master Bedroom. Oh, und das? Ah, okay. Ja, hier ist auch eine Dusche. Und hier ist dann das Kinderzimmer. Ja, es ist schön. Tschüss, verstecken. Und hier ist das Master Bedroom, also das Elternschlafzimmer. Das ist eigentlich genauso, oder? Ja, aber kein Vasen. Ja. Ja, aber von der Größe her ist es gleich. Es ist alles gleich. Ja? Ja. Von der Tür genauso. Küche genauso. Und das ist das gleiche Zimmer. Mama, das ist das gleiche Haus. Ja. Warum denn nicht gleich hier? Alles gleich. Außer nur, dass hier Toilette. Nee, das war bei ihr auch. Gut, du kackst, du stehst. Das ist, ne? Okay, hier ist dann das Masterbettung, glaube ich. Boah. Ich weiß es nicht. Nee, der andere ist besser. Der ist schön. Aber guck mal, was ist denn noch Aussicht? Jo, weil der Stolz und Dusch ist ja mir verbreitet. Na klar. Bei den anderen Höhlen? Ja, also Leute, es ist exakt dasselbe Haus, nur in einem anderen Cluster, also in einer anderen Siedlung. Ja, komplett. Mama? Ja, komm, komm raus. Aber der ist 20.000 Liter, ne? Nein, das weiß ich denn gar nicht. Wie kommst du raus? Also diese beiden Häuser fanden wir echt richtig gut. Das Wohnzimmer war ein bisschen klein, aber mein Gott, man kann ja nicht alles haben, ne? Das war jetzt genau dasselbe Haus, nur in einer anderen Gegend. Ich muss sagen, die Gegend finde ich schöner. Aber was uns an diesem Haus stört, ist, dass die Nachbarn so nah
an uns dran sind, also am Schlafzimmer. Boah, ich bin so am Schwitzen. Deswegen werden wir uns wahrscheinlich für das andere Haus entscheiden. Aber wir haben jetzt noch eine einzige Besichtigung. Und die entscheidet dann, ob wir welches Haus wir nehmen, ne? Ich habe mich schon entschieden. Ja, ihm hat es richtig gut gefallen. Aber das erstmal ist das Wüste, Freiheit. Ich kann nackig rumlaufen, ohne Probleme. Ja, die Häuser sind hier alle sehr, sehr dicht aufeinander. Deswegen ist das sehr selten, dass man dann so eine Sicht hat, wie ich euch vorhin gezeigt habe, mit dem mit der Wüstensicht. Ist aber auch ganz geil, ne? Wenn man so statt aus dem Fenster guckt und so Natur und Wald, ist da so die Wüste eigentlich auch. Richtig coole Aussicht. Was sind das für Rassen? Also das Haus, wo wir jetzt hinfahren, ist 5000 Euro günstiger im Jahr. Also man bezahlt die Häuser ja im Jahr. Deswegen schauen wir mal. Links. Nee, eigentlich wollte ich eigentlich, aber das sieht hier auch voll geil aus. Das sieht alles geil aus. Wir fahren jetzt zur letzten Hausbesichtigung und dann entscheiden wir uns. Fast in der Wüste, ne? Ach, ich hab das doch schon gesagt. Wie schön. Oh mein Gott, Leute, guckt mal, wie schön das ist. So, hast du das gesehen, Sinja? Nein. Ah, das ist genau hier, genau gegenüber von dem Dings. Vogelhaus. Da ist das Vogelhaus, also da waren wir noch nicht drin, ne? Aber ich gehe mit euch da auch noch mal rein. Kuda? Ah, falsch, nein, hier, das ist Aquilegia. Aber Namkuku. Du da. Hä, aber ich dachte, das ist ein gegenüber. Namkuku. Sinja, da, wo der weiße LKW rausfährt, glaube ich. Pakuizimmer. So, das letzte und dritte Haus und ich habe die Befürchtung, dass es einfach wieder dasselbe ist. Irgendwie, ja, ist das so unübersichtlich im Internet, weil die Fotos immer so anders gemacht werden. Einmal Schlüssel. Alle gleich. Jayla, nicht klingeln. Oh. Ja. Genau das gleiche genau wieder. Genau wie der erste. Ah, oh, okay. Aber die Hörer sind jetzt nicht fertig, weil ich ja nicht schon auf dem Podcast mache. Ja. Hier ist halt einigermaßen alles fertig. Schön aus, steril, hygienisch. So, okay, hier ist schon wieder scheiße. Ja, vielleicht nur dran. Hier ist kein Strom drin. Ne? Ja, gut, aber Leute. Hier sind wenigstens andere Fliesen dran, ne? Wo denn? Die Küche schwarz. Oh, ja, das ist so Holz eher, nicht? Und das sieht aus. Der erste ist der beste. Ja, Leute, das ist exakt wieder dasselbe Haus. Deswegen, wir gucken uns nochmal in Ruhe an und dann entscheiden wir mit euch zusammen. Aber hier hat man diese Aussicht aus dem Fenster. Einfach der Sonnenuntergang, Leute. Oh Mann, das wird schwer. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe gestern nicht gevloggt. Ich habe mir mal eine Auszeit genommen. Gestern waren wir mit unseren Freunden im Watertown und dann haben wir uns noch ein bisschen unser Park angeschaut. Das war so schön. Also ich habe es ein bisschen bereut, dass ich die Kamera nicht mitgenommen habe. Aber beim nächsten Mal, wenn wir da sind, nehme ich euch auf jeden Fall mit. Ich bin schon seit 9 Uhr wach, habe den ganzen Morgen Videos geschnitten. Wir haben es inzwischen schon 13 Uhr. Ich bin gerade fertig geworden. Langsam komme ich wieder in die Routine rein und ihr bekommt wieder regelmäßig Videos von mir. Gott sei Dank. Ich hoffe, das wird sich jetzt auch nicht ändern. Also ich muss sagen, ich habe mich langsam an das Haus gewöhnt. Ich fühle mich hier jetzt total wohl. Ich finde es auch gar nicht mehr so eng und so klein wie am Anfang. Ich glaube, das war einfach der Übergang von so einem Riesenhaus und dann in so ein mini kleines Haus. Aber wir wollen trotzdem ein größeres Haus haben, auch alleine schon, weil unsere Familien uns ja besuchen. Und wir brauchen auf jeden Fall ein Gästezimmer. Das haben wir hier zwar auch, aber die Zimmer sind halt mega klein. Ich habe gerade ein cooles Haus gefunden. Es ist zwar nicht in dem Ort, wo wir es gerne haben wollten, also in dem Cluster. Das Haus ist noch in der Community, aber nicht in der Siedlung. Wir wollten nämlich die Siedlung neben dem Fitnessstudio haben. Aber ja, wir müssen uns für irgendwas entscheiden. Und ich finde es dann besser, das Haus zu haben, wo wir uns wohlfühlen und was uns gefällt, statt dann ein Haus zu haben, was nicht so schön ist, aber dafür die Siedlung zu haben. Dann, ja, kommen wir mit diesen paar Metern mehr oder ein Kilometer mehr auch klar. Wir wollen unbedingt ein Haus haben, wo die Küche im Wohnzimmer ist. Wir haben uns einfach so daran gewöhnt und ich finde das auch so praktisch, wenn man Essen macht, die Kinder sind im Wohnzimmer. Ich finde das irgendwie sehr befremdlich, so aus dem, ja, wenn die Küche in einem eigenen Raum ist. Ich finde das irgendwie so, ich weiß nicht, ich kann das auch nicht verstehen, wie das bei anderen Leuten ist oder warum man das so macht, weil ich finde das so praktisch, wenn das einfach zusammen in einem Raum ist. Und ich habe jetzt endlich eine Wohnung gefunden nach 5 Tagen Suchen, wo das so ist. Ich bin gerade dabei, mit dem Makler zu schreiben. Vielleicht können wir heute nochmal das Haus besichtigen. Ich bin gespannt. Also es ist etwas teurer, aber in dem Haus sind auch 4 Zimmer. Also jetzt haben wir 3 Zimmer.
Also vier Zimmer plus Wohnzimmer. Hier rechnet man ja das Wohnzimmer nicht mit, so wie in Deutschland. Mein Mann ist gerade beim Training. Ich werde jetzt den Kindern Mittagessen machen, dann räume ich hier ein bisschen auf. Hoffe, dass die Maklerin dann zurückschreibt, damit wir den Termin heute bekommen. Und dann fahren wir, ich weiß gar nicht, heute sind wir so ein bisschen planlos. Entweder fahren wir heute irgendwo hin. Mein Mann wollte, wir müssen auf jeden Fall noch einkaufen. Wir haben keine Äpfel mehr. Ein bisschen Gemüse brauchen wir noch. Und irgendwas wollte mein Mann noch haben. Keine Ahnung. Naja, ihr werdet ja sehen, was wir machen. Auf jeden Fall gehen wir auch später schwimmen. Haben sich heute Brokkoli mit Chicken Nuggets gewünscht. So, wir haben jetzt alle gegessen, jetzt fahren wir zu dem Besichtigungstermin. Sie möchte sich aber im Center treffen. Warum, weiß ich nicht. Werden wir gleich erfahren. Normalerweise fahren wir dann direkt zur Villa, aber ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich auch nicht so gutes Gefühl. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wie oft habe ich jetzt keine Ahnung gesagt? Viermal. Oh mein Gott, Leute, ich finde das so schön hier. Es ist alles so sauber, so. Es sieht aus, als ob wir irgendwo in Amerika sind. Amerika. Amerika. Amerika, Amerika, Amerika. Da sind zu viele Inder hier, deswegen hat sie schon so einen Akzent. Da möchte ich auf jeden Fall auch noch hin. Das ist so ein Park, da ist auch so ein Foodtruck. Boah, das ist ein riesen Spielplatz. Habt ihr das gesehen? Also hier kommt man rechts rein, dann kommt hier sofort eine Toilette mit einer Dusche. Hier ist dann der Maid Room. Also oder ein Gästezimmer. Aber hier ist alles sehr, sehr, sehr dreckig irgendwie. Ja, die Küche ist wirklich sehr schön. Das ist dann das Wohnzimmer. Hier ist dann noch so ein kleiner Raum für eine Waschmaschine. Hier geht man die Treppe hoch. Tja. Alles gut, aber nach und nach. Was denn? Die muss komplett renovieren, komplett. Schade. Die sind komplett die Wände eingerissen, alles eingerissen. Ja, das ist die Toilette. Das ist Dreck, alles. Geh mal nach unten, der hat mein Handy in der Hand. Da unten. So sieht die geil. Riesenbalkon. Oh mein Gott. Hier ist eine schwarze Kiste. Ich geh mal auf die. Das ist nicht die ganze Welt, das war schon kaputt. Ja. Oh, warte, warte. Hier ist dann noch ein Zimmer mit Badezimmer. Auch. Dusche, Toilette, ja, es ist echt wahnsinnig dreckig. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Und hier ist noch ein Zimmer, also vier Zimmer. Jedes Zimmer hat eine Badewanne und Toilette. Also, falls wir alle Durchfall haben, haben wir Zeit. So, der Termin ist durch. Wir sind uns total unsicher. Also an sich, die Wohnung war wirklich Hammer. Genau diese oder dieses Haus wollen wir haben. Es war aber richtig verdreckt. Alles war kaputt. Er meint zwar, dass es alles sauber gemacht wird und es wird einmal grundgereinigt und alles wird repariert. Aber allein schon, dass der Anfang so komisch war.
Der hat gesagt, wir treffen uns im Center. Dann haben wir den nicht gefunden. Dann meinte er, steht draußen und beim Eingang. Und dieser Center hat 3 Ausgänge. Keine Ahnung, das war irgendwie alles so total komisch. Dann hat er uns mitgenommen, ist mit uns dorthin gefahren. Ich weiß nicht. Also ich gucke gleich nochmal im Internet, ob es dieselben Häuser nochmal gibt, die leer stehen. Ja, aber wir haben schon mal einen Grundriss. Das ist schon mal das Wichtigste. Ja, die Häuser sind ja hier alle gleich. Wenn man hier 4 Häuser besichtigt, dann hat man schon quasi alle besichtigt. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir dieses Haus haben wollen, also in dieser Art. Ja, aber ich freue mich, endlich haben wir mal ein Haus gefunden, was uns zusagt. Wo die Küche im Wohnzimmer ist, wo es genug Zimmer gibt. Unten war sogar ein Gästezimmer, hast du gesehen? Ja, die Putzfrau war noch immer da. Nee, aber das war schon kein Maid Room, das war ein richtiges Zimmer. Wir verwöhnen unsere Putzfrau. Ja, aber das ist geil, das kann man dann für Mama, für deinen Papa oder so nehmen. Weißt du, da ist auch eine Toilette unten, brauchen ja, die gar nicht nach oben. Wir verwöhnen unsere Putzfrau. Vorsicht, ja, also. Ja, aber ich frag mich, alter Schwede, was hat der Vormieter mit dieser Wohnung angestellt? Das war ja komplett so ekelhaft, das, boah. Ja, das ist echt eine Messi-Wohnung. Das war, ja, das war eine Messi-Wohnung. Das ist ja nicht mehr normal. So, da war so richtige Fettflecken an der Küche runtergelaufen. Und da ist noch in Dubai. Die Türen von der Küche, die gehen gar nicht auf, weil die so zerfallen sind. Ganz, ganz schrecklich, ey. Also, wenn wir da reinziehen, müssen wir erstmal komplett alles durchräuchern. Wer weiß, was alles passiert ist. Wir haben jetzt spontan entschieden, dass wir ins Vogelhaus gehen. Und dann fahren wir einkaufen. Da ist das Vogelhaus. Nur wissen wir nicht, wo wir parken müssen, aber ich glaube, da hinten. Aber ich glaube, du darfst da gar nicht reingucken und da ist alles an. Irgendwas vergiften die. Nee, das ist Feuchtigkeit für die Vögel. Ja, wo soll ich parken? Geradeaus, geradeaus. Aber dann willst du so weit laufen? Ne, dann lassen wir mit dem Vogelhaus. Hä, was dauerst du? Du parkst ja gar hier. Wo, da hinten? Ja, da, wo die Schilder sind. Ja, dann lasst es einkaufen und dann. Oh, hier gehen die richtig schön spazieren und so. Oh. Bei 43 Grad, ganz schön spazieren. Na, und daran gewöhnt man sich. Oh, guck mal, das ist voll der Riesen. Hier parkt man. Ah, nee, das ist für Busse so, ne? Ach, keine Ahnung. Ja, ich glaube, man parkt. Boah, sind wir faul geworden, dass wir das so weit finden, von da bis da. Das sind 100 Meter. 150. Boah, heftig. Ja, bei 43 Grad, da muss man überlegen. Ich bin einmal mit dir einkaufen gegangen, das reicht mir. 43 Grad. Ich würde am liebsten hier in diese Gegend, dass wir dann zum Vogelhaus, zum Markt, zum Fitnessstudio nicht so weit haben und wir zu Fuß dahin kommen, weil die Community ist so riesig. Da, wo wir jetzt leben, wir kommen nicht zu Fuß hierhin, also schon, aber... Hey, ich kaufe mir einen E-Scooter. Das sind dann 20... ja, du! Du auch? Du mit 3 Kindern und einem Neugeborenen auf dem E-Scooter. Kann ich mit Tragetasche, Kyla hinten drauf und Jayla mit dem... Ob du mit den Kindern zum Fitness gehst, da sitze ich doch zu Hause mit den Vogelhaus, Kindern. Vogelhaus! Ja, da gehst du ja spazieren. Wo ist in Russland? Ja, hab ich auch sofort gedacht. Der hat den Fitness an. Was wollte ich denn jetzt sagen? Du hast mich unterbrochen. Weiß ich nicht. Vogelhaus spazieren. Achso, wir wollen auf jeden Fall hier in die Gegend. Ach, egal. Ich suche. Vielleicht gibt es das Haus ja auch hier in der Gegend. Bitte drückt uns die Daumen. Das wäre so perfekt. Die Traumsiedlung und das Traumhaus. Boah. Aussteigen, Kinder. Wenn wir uns nicht für eins entscheiden müssten. Mama, ich muss mir auf jeden Fall eine neue Tasche kaufen, weil bei mir ist das hier abgebrochen. Oder beziehungsweise es ist abgegangen und ich habe dieses Eisending verloren. Deswegen mal gucken, ob ich hier eine Tasche finde. Hier gibt es so einige Taschen. Ich glaube, wir schauen hier mal einmal rein. Nein. Aber sowas bräuchte ich für Kurkuma und so. 29 AED geteilt durch 4 sind dann... mein Gott, ich kann gerade nicht rechnen. Ich glaube 7 Euro, mein Gott, das ist echt teuer. Ich habe die, glaube ich, total lustig. Hier gibt es einfach Winterjacken, obwohl es gar nicht so kalt sein wird. Also glaube ich. Sind aber voll schön.
Hier sind alle Taschen. Oh nein, die brauchen wir nicht. Warte, kann ein Chip? Oh Mann, ich finde meine eigentlich. Ich finde meine Tasche eigentlich schöner als alle anderen, aber ja, ich brauche unbedingt eine. Ja. Oh, hier ist das alles so schön eingerichtet. So, das ist unser Einkauf. Das gibt es heute bei uns zum Abendessen, also nichts Besonderes. Ich muss hier echt nochmal schauen mit dem Einkauf, immer eine Routine finden. Aber ich freue mich unfassbar doll drauf. Das ist Naturjoghurt mit Honig, gekochte Eier. Und das ist von gestern, ich wollte es nicht wegschmeißen. All that I know is they'll get older.